Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3. Heute mal ein richtig actionreiches, wahrscheinlich total verwirrtes Spiel. Auf Nossa Canals eine Einschießrunde, wie ich schon mal erwähnt hatte in einem Video, Battlefield 3, was haben wir? Nossa Canals, ja. Der Max ist auch wieder dabei. Mahlzeit. Und ich ändere mal meine Pistole zur M9. Magnum. Ne, Direx. So. So, dann legen wir los. Dann kann der Killing Spree mal anfangen hier. Also, das ist nichts anderes als rumgepuste, rumgeballer. Mehr ist das nicht. Ja, da wurde ich auch schon direkt gekillt. Der Typ lag da dämlich rum. Die Karte habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Ach, der Max ist auf meiner Seite in meinem Squad. So soll das sehr sein. Schön. Nee, 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 Junge. Du stirbst. So. Ja, diese Karte ist super einfach, um sein Handgelenk so ein bisschen zu lockern. Habe ich den Arsch gerettet? Ja, ich sehe, ich hab schon. Ah, von links kam der. Ich dachte, der kam direkt von dem Gang da aus. Bist du noch am Leben, der? Nee. Der nächste. Scheiße, scheiße. Okay, da habe ich kein Damage mehr von bekommen. Oh, zwei Stück. Die Granate war aber eigentlich ganz gut platziert. Warum hat der den nicht gekillt? Hab dich. Nice. Direkt einer in der Ecke. Wo ist er? Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Aber da war eine Granate. Das ist neuer. Ah, die snipern hier direkt hoch. Setzen sich immer gerne hier in die Container rein. Es kommt hier gerade allerdings einer von der anderen Seite. So ein Match kann man auch tatsächlich nochmal rumreißen, egal ob man 100 Tickets zurücklegt oder nicht. Wenn man in ein paar Minuten einfach mal die Leute nicht sterben aus seinem eigenen Team, dann hat man hier schon Chance. Granatenflamer hier. Oh mein Gott, wo kam der denn her? Ja, das sieht man teilweise echt nicht. Ja, ja, das geht hier so schnell, ey, das sieht man gar nichts, sieht man da. Gar nix, gar nix. Na klar, der ist nicht down. Ich hab von hinten Damage. Ah! Wo da das Team Deathmatch ist, wäre das am besten, wenn wir uns kurz zusammentun, Max. Ja. Ich bin direkt. Ja, du musst mal gerade stehen bleiben. Ja. So. Lol, da ist direkt. Geh mal weg. Nein. Wo liegen die? Ah, ja, jetzt ich komm zu dir. Das steht einer drinne. Der ist gerade am Nachladen. Immer schön die Granaten verpulvern, bevor man stirbt. Hier ist jeder Wurf ein Treffer. Ach, nein! Okay, ich war auch mal besser hier auf der Map. Retzt mich da einer? Ne, natürlich nicht. Der retzt mich natürlich nicht. Da ist ein Sniper. Einfach hier die Leute so killen, Alter. Das geht natürlich nicht. Alter, den habe ich doch... Was zum Teufel, ey. Den habe ich doch komplett ins Gesicht geschossen. Hätte viel früher da unten sein müssen. Oh, fuck. So. Wo sind die kleinen Typchen hier? Kommen sie.
Oh, 2%, ey. Ich sehe sie nicht, ey. Die müssen doch hier irgendwo stehen eigentlich. So. Mein Gott. Ja, für die Map ist hier auch eine Schrotflinte ganz gut. Allerdings wirst du dann immer direkt als Flamer Cheater bezeichnet. Deswegen nehme ich immer die UMP einfach. Hier ist noch eine Granate. Headshot. Nein, noch eine Granate. Nein, bitte. Oh, jetzt stehen doch da drei Medics. Jetzt müsste mich doch einer. Ja. Eine Granate. Eine Granate. Na gut, dann kriegt er auch eine. Ihr habt es so gewollt. Oh, da habe ich rumgebobbt, ey. Richtig rumgebobbt. Bobby, ey. Aber so richtig. Ah, hier muss man auch ein bisschen Glück haben, aber wenn die Granate direkt neben einem explodiert, hilft das gar nichts mehr. Alter, da. Hä? Okay, von hier weiß man echt nicht, wo man getötet wird teilweise. Das Team ist auch gerade nicht so mega Premium. Ah, deswegen. Da kam der Schuss her. Das war nicht unsere Granate. Ah, hier sind sie wieder. Hier hat man von allem was. Und durch die Lücke. Granate da hinten hin. Na, mit M320 ist natürlich auch hier ganz entspannt. Ach, da waren es drei oder vier Stück. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ah, sind schon bei 400. Langsam wird es was knapp. Nix da, Junge. Und schauen wir mal. Boah, das war knapp, ey. Das war richtig knapp. Alter Schwede. Oh Mann. Ja, der Sniper zielt die ganze Zeit nur auf die eine Position. Vorsicht. Ah. Wow. Das warst du gar nicht. Ah. Ja, sicher. Man spawnt und kriegt direkt eine Granate vor die Fresse geschmissen. Alter, Alter, von wo denn jetzt? Alter, von allen Seiten. Aber mal ganz entspannt. So, den habe ich doch gesehen. Nein, ey Leute! Da steht ein Medic direkt neben und der macht gar nichts. Ah, was geht denn hier? Wer die Granate schmeißt, stirbt meistens. Max, ich bin links neben dir gestorben. Ja. Glaube ich zumindest, dass du noch da bist. Ja, bist du noch. Boah, was ist denn hier los, Alter? Na, hier ist so. Bad. Direkt hier! Direkt! Kill den Max! Nice! Nice! So muss das laufen. Da hinten stand doch eben noch einer. Da. Ja. Ah, das mit 10 hat nicht ganz funktioniert.
Jetzt müssen wir pushen. Push the bar. Ja. Oh. Kurz messern. Lol. Kurz nachladen. Da hinten sitzt irgendwo ein... Ja, da sitzt ein Bobby mit seinem... Da kommt jetzt einer runter. Tja, ich habe zwei erledigt, aber mehr wurde mir nicht... Doch, lol, nice. Da hab ich dich. Ah, hier drin ist einer. Ja. Hinten am Container. Lol, der hat sich da rausgebuggt, ey. Den hätte ich eigentlich treffen müssen. Ach Junge, steht doch hier nicht in der Nische rum. Bringt doch eh nichts. Haben wir doch keinen Spaß mit. Ah! Hinter das Ding, sondern kann er auch nicht hier unten durchschießen. Ich komme! Na! Hilfe bei Kill. Gerade mal Hilfe bei dem PG bekommen. Direkt mal hingelegt. Boah, hier fallen sie reihenweise um. Ach, mein Gott. Ich könnte mal eine andere Waffe probieren. Ich probiere mal wieder. Haben auch ein paar gesagt, sie sollen die MP7 nehmen, wenn ich schon sage, dass die gut ist. Dann nehme ich die jetzt auch mal. Weil gut ist die tatsächlich. Alter, aber... Ja, okay. Wenn man hier so total zugeflamed wird am Start, dann kann man hier gar nichts reißen. Die Nachladesequenz von der MP7 ist noch richtig nervig lange. Ach, mein Gott, ey. Dass man da während des Springens nicht schießen kann, ist ja auch irgendwie dämlich. Im echten Leben kannst du auch einfach den Button halten zum Schießen. Ist zwar nicht so einfach beim Springen. Aber genau. Geht alles, sehe ich auch so. Oh, ich bin bei dir. Nein! Alter, mein Gott! Ja, den habe ich mit der Rex erledigt. Von hinten. Was für ein Tovabu, Alter! Nein! Und dann. Alter, da waren so viele, ey, da habe ich gar nichts mehr machen können. Da waren nicht zu viele. Da waren ja. Zu viele, ey. Wo bist du? Da ist gerade einer irgendwie vom Himmel runtergeflogen, ey. Das gibt's nicht, ey. Bin rechts gestorben. Ah, ich lieg neben dir. So, ja. Wenigstens in guter Gesellschaft. Moment, da ist gerade einer reingelaufen. So. Erstmal ein Granätchen rein. Ach, eigentlich wollte ich den messern. Eigentlich hatte ich noch vor, den mit zu messern. Erst ein bisschen down kriegen und dann von vorne messern. Hätte ja klappen können. Boah, da wollte ich gerade einer messern, ey. Aber Holle am Arsch, die hast du nicht gesehen, ey. Geh weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg! Oh, er kommt jetzt rum. Da ist er! Nein.
fick die Henne. Ah, vor die Bobby-Mannschaft hier, er war richtig, ey. Alles nur am Rumbobben hier. So, den habe ich durch den Mähdrescher durch Premium-mäßig erschossen natürlich. Ja. Da waren wieder ein paar Kills dabei. Oh, da ist auch einer. Oben bei uns am Spawnpunkt beim ehemaligen. Eine Runde Squad Deathmatch könnten wir eigentlich auch nochmal spielen irgendwann. Das ist auch sehr spannend. Ja. Weil man da halt wirklich gegen andere Squads antreten muss. Und das ist nicht ganz so. Also da muss man schon... Alter, genau da hinten liegt ein Sniper. Ich hab's mir schon gedacht, das ist kein Sniper. Aber da liegt immer einer hinten dran. Ach, ärgerlich. So eine Granate darüber, Junge. Das war mir schon klar, dass du da stehst. Genau der Typ da. Ja, werf eine Granate, Junge. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte Bob jetzt nicht rum. Oder irgendwie, naja, irgendwie hat die MPS... Hm? Warte mal. Ich nehme jetzt mal noch wieder eine andere. Die M416 ist für die Karte auch sehr gut. Ansonsten nehme ich gleich mal die Bobby Schrotflinte. Bobby ist heute mein Lieblingswort übrigens heute. Ja, also es kommen viele Kartenwünsche von euch, das finde ich auch gut. Allerdings, wie gesagt, alle auf einmal kann ich sie nicht empfüllen. Deswegen, es werden die Karten gespielt, wo ihr sagt, ja, da hätten wir Bock drauf. Team Deathmatch hat sich auch jemand gewünscht. Und Squad Deathmatch hat sich auch jemand gewünscht. Das wird alles gemacht, allerdings halt nicht alles auf einmal. Aber hier ist eine gute Position eigentlich. Wenn man nicht gerade von hinten gemessert wird oder so. Oder den Typen da vorne platt macht. Bei Team Deathmatch sind die Tickets halt auch super wichtig. Das heißt, wenn man viel retzt oder so, ist das ganz gut für die, insgesamt auch gut für die Tickets. Das, hier natürlich ist das einfach nur chaotisch, das ist der Hammer. Ja, fast ein Double Headshot. Na, ich dachte, ich mache nochmal einen Rex-Kill. Erstmal ein bisschen nachladen hier. Boah, was ist denn los? Na? Na, block doch nicht hier. Na, okay, da wollte ich zu viel, da wollte ich zu viel. Ja, man kann sagen, was man will. Die Runden sind halt sehr chaotisch und actionreich. Machen nichtsdestotrotz, machen die zwischendurch mal Bock. Einfach so eine schnelle Abschlachterei. Kann man auch mal machen. Kann man auch mal machen. Battlefield ist eigentlich nicht... Also genau das ist Battlefield eigentlich nicht so richtig. Sondern da finde ich, in der Disziplin ist Call of Duty wesentlich besser. Also ich bin kein Hater für irgendeine Seite oder so, sondern... Die Spiele können einfach beide was, finde ich in Ordnung. So, man muss jetzt nicht sagen, Call of Duty ist scheiße oder so. Ja. Bestimmtes Call of Duty ist auch wieder cool, also von daher, kann man nicht so pauschalisieren. Den Kampf finde ich auch ziemlich dämlich einfach. Es sind zwei Spiele, die sind unterschiedlich, wie sie unterschiedlich sein könnten. Und, ich dachte, da kann ich wieder noch einen mitnehmen, bevor ich sterbe. Ah, da hat mich einer mitgenommen, bevor ich sterbe. Und da bin ich wieder down, bevor ich wieder sterbe gleich. Wenn ich wieder aufgeretzt wurde. Oh, da wurde ich wieder unerwartet. Und wieder tot. Was geht denn hier ab? Und wieder tot. Man schafft man nicht mal aufzustehen. Alter! Alter, Witz! Alter, was ich mir für Battlefield 4, genau das, das kommt jetzt einfach nochmal hier in dem Video vor, was ich mir für Battlefield 4 noch wünsche, auf jeden Fall, Leute, ist einen schnelleren Waffenwechsel. Ich weiß, dass das grundsätzlich nicht so schnell geht und dass, wenn man das haben will, sollte man zu Call of Duty gehen, aber bitte, ja, das ist meines Erachtens viel zu langsam im echten Leben. Klar würde das noch länger dauern, aber ich spiele auch nicht das echte Leben.
Also, das muss nicht sein, ey. Das ist so ewig lahm. Da können wir die mal von der Seite hier so ein bisschen aufmischen. Direkt vorne weg, einer. Alter, was? Ja, ich hab'n. Nee, hast du noch nicht. Noch nicht. Was ist denn los? Hat er dich gekillt? Ja, der hat 20%. Alter, das war ein 100%iger. Na, das musste ich einfach nochmal machen. Ja. Man stirbt hier auch oft und man killt hier auch oft. Also man hat hier von allem was. Und wie gesagt, die Hände werden ein bisschen locker. Man kann hier auch richtig schön rumflamen mit Schrotflinten und so. Was man nur unterlassen sollte, finde ich persönlich, ist, dass so eine Sache hier auf den Maps, die nicht geht, ist sowas C4 oder Claymore-mäßig. Ist auch meistens verboten, aber wer das macht, ist eh ein Bobby. Also ist eh ein Noob, ey. Ist einfach scheiße. Kann man sagen, was man will, das ist kacke. Tja. Ich denke, da sind gleich die Tickets aufgebraucht. Und das war es dann eigentlich auch schon. Oh, da war eine Raketenwerfer. Und da ist direkt einer von mir, der... Tja. So kann es laufen, Leute. Und das war's schon. So schnell kann es dann gehen. Das ist schon die erste Runde gewesen. Ich weiß nicht genau, wie lang die ist, aber ich schneide die jetzt einfach da. Ich bin sogar Erster geworden. Das habe ich gar nicht gesehen. Die ganze Zeit irgendwie habe ich das nicht gecheckt. Ja, wie gesagt, das ist eine Runde. Die könnt ihr immer zocken. Wenn ihr euch ein bisschen einschießen wollt, unterlasst bitte C4 und Claymores. Egal was. Auch C4 zum Beispiel. Manche sind ja so geil. Die gehen dann mit dem Parachute, wenn die dann spawnen bei so einem Spawnbarke, gehen die mit dem Parachute hin und schmeißen C4 von oben auf die Karte. Also das sind die ganz beschissenen. Sorry. So. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.